Der Vertrag ist unterschrieben, Veolia hat jetzt das E-Netz. Wie wird es weitergehen mit dem Schienennahverkehr in unserer Region? Wir werden durch diesen Vertrag und mit der neuen Zusammenarbeit mit Veolia ein deutlich verbessertes Angebot in der Region bekommen. Das heißt, wir werden ab Ende 2013 rund 30% mehr Züge fahren, auf der Mangfalltalbahn rund 7% mehr Züge. Also ein deutlich verbessertes Fahrplanangebot, schnelle Züge zwischen Salzburg und München, die zwischen Rosenheim und München durchfahren werden, 10 Minuten schneller sein als heute und zusätzlich einen stündlichen durchgehenden Verkehr zwischen Kiefersfelden und München über Rosenheim, sodass man auch aus den Inntalgemeinden nicht mehr umsteigen muss, wenn man nach München will. Es hat für einige Überraschung gesorgt, dass nicht die DB den Zuschlag erhalten hat, sondern Veolia. Warum hat sich dieses Unternehmen durchgesetzt? Wir machen europaweite Ausschreibungen und hier hat jedes Unternehmen faire Chancen und gerechte Chancen. Und wer das beste Angebot macht im Hinblick auf Qualität und Preis, erhält den Zuschlag. Und das war hier Veolia. Was betrachten denn Sie als größte Herausforderung bei diesem Netzgebiet? Die größte Herausforderung ist zweifellos der sehr enge Betrieb zwischen Rosenheim und München. Hier fahren ja nicht nur die Nahverkehrszüge, sondern es fahren Güterzüge und auch internationale Züge. All dies ist ein sehr anspruchsvolles Verkehrskonzept und dass das alles pünktlich funktioniert, wird sicher ein anspruchsvolles Konzept sein. Es wurden jetzt einige Verbesserungen angekündigt, die stehen auch im Vertrag drinnen. Wie werden die überprüft? Der Fahrplan wird natürlich regelmäßig überprüft und das ist ja ganz leicht, das ist ja sofort zu erkennen, wenn er nicht eingehalten wird. Aber auch darüber hinaus haben wir ein ausführliches Qualitätsmanagementsystem. Wir prüfen in ganz Bayern 5000 Waggons jedes Jahr, um exakt die Qualität festzustellen und das wird ständig überprüft. Was würde jetzt passieren, wenn gewisse Bedingungen wie die Pünktlichkeit oder der Service nicht eingehalten werden? Diese Leistungen sind mit einer sogenannten Penale bewährt. Das heißt, wenn das Unternehmen die Pünktlichkeitswerte nicht einhalten kann, dann muss es Penale zahlen, also Strafzahlungen leisten. Und das gilt auch für die übrigen Qualitätskriterien. Was steht denn jetzt in dieser Ausschreibung drinnen, was besonders war oder was ist jetzt anders als wie vorher? Das Wichtigste sind wohl, dass wir neue Fahrzeuge gefordert haben, die klimatisiert sind, die barrierefrei sind, die auch behindertengerechte Toiletten haben, die klimatisiert sind. Also das ist sicher der Hauptpunkt, was die Qualität anlangt und natürlich der verbesserte Fahrplan.